Ja, schön hier. Ich würde sagen, hier bleiben wir doch. Nein, wir gehen natürlich weiter. Hallo und herzlich willkommen, liebe Eukalyptus-Freunde. Und wir sind im Zelda-Baum. Wir sind wieder zurück im Hexenwald in Blair Witch. Und Hundemupp steht da und macht einfach gar nichts. Ist der Mitarbeiter des Monats. Er schnuffelt. Gut. Und er läuft. Laufen wir mal hinterher. Ja. Und weg ist er. Das ist alles hochvertrauenserweckend, was hier unten passiert. Wird immer besser. Okay. Hier hängt nochmal so ein komisches Totem. Fabian. Wir haben auch irgendwie bis heute noch nicht rausgekriegt, was das mit den Bildern jetzt auf sich hat. Ich bin nicht dein Sweetheart, hau ab. Dunkel, dass ich gerade mal überhaupt nichts sehe. Ich weiß gar nicht. Ah. Okay. Ich glaube, wir sind uns übrigens auch einig, Hundemupp werden wir nie wiedersehen, oder? Ne, wir sind zurückgelaufen. Das hier ist doch der Anfangsraum. Ach. Kriegen wir jetzt wieder Lasershow oder beziehungsweise Lightshow, wenn wir hier weiterlaufen? Ne, aber nochmal. Vielleicht auch doch. Ja, das trifft ganz gut. Aua. Das gibt eine Narbe. Du saßet. Where is that dog? Where are you, buddy? Der sitzt bestimmt in irgendeinem Kochtopf. Ich bin sehr sicher. Aber da. Noch so ein wunderschönes. Ja. Nukos war wunderschön. Ich mache jetzt keine Witze darüber, weil das Bild nur schwarz ist. Sehr vertrauenserweckend. Wird immer besser. Spannend. Da war ja klar. Gib Gas, du schaffst es. Komm, du kriegst das. Das sieht aber ungemütlich aus. Also generell als Frage, was machen wir eigentlich? Nein.
Aber was machen wir eigentlich, wenn wir hier nur bewaffnet mit einer Taschenlampe und einer Videokamera zum Beispiel auf den Waldschrat treffen, der den Sheriff abgemurkst hat? Ich glaube, dann sind wir ziemlich am Sack. Natürlich, wir haben hier unten ja auch Handyempfang. Klare Sache. Sprachnachricht. You have one new message. Sierra, Hotel, Echo, Inferno, Slaughter. Also der Anfang war ja dieses Militäralphabet. Wenn ich das mal auf den Rest beziehe, soll das heißen, sie ist hier, ja? Wer ist wo? Und wer schickt mir solche lebensbejahenden Nachrichten hier unter die Erde? Ich bin zur Vernunft gekommen, natürlich. Wie sollte man sonst Vernunft definieren, wenn nicht damit, nachts durch irgendeinen Baum zu kriechen? In irgendein Höhlensystem. Das ist das Bild, was man kriegt, wenn man im Duden unter Vernunft nachschlägt. Das sind Helme, ich dachte. Okay, Helme finde ich jetzt auch nicht so sonderlich. Uff. Helme finde ich jetzt auch nicht sonderlich logisch hier mitten im Wald, aber... Off the record, Ellis. What the hell happened? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. You took out your gun, you told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what? No, you know what happened. This is on me. Ooh. Adam Shannon. Peter's brother. I don't know what I was thinking. I was the last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him for life. And yet, ist das normales Bettverhalten? Had to. Or couldn't. Okay, also wir wissen ja, dass es mit uns nicht so ganz stimmt. Sind wir irgendwie Kriegsveteranen? Habe ich das jetzt so richtig interpretiert? Also wir haben irgendwie posttraumatisch ein bisschen was am Laufen. Von dem her, was ich gesehen habe, würde ich behaupten, wir sind Kriegsveteranen. Aber was zum Teufel hat das hier mit dem Wald zu tun? Auf Hundi ist wieder Verlass. Ich sehe das schon. Na hier. Hundemob, was ist los? Nein, Hundemob ist jetzt gerade wichtiger. Hier ist doch wieder irgendwie so krankes Gruselvolk unterwegs, oder? Ne, da hängt wieder so ein Ding.
Wie heißt du? Marius? Wieder Bild on point. Hier noch irgendwas? Ja. Genauso? Hä? Was war hier drauf? Das war doch wieder der Waldschrat, oder? Also egal, was der vergraben hat, ich will wissen, was da liegt. Hier noch irgendwas? Ja. Das sind nur wir. Sollen das wir mit Hundi und dem Waldschrat sein? Wieso hat unser Hundi rote Augen? Praktischer Holzdildo, okay. Was haben wir hier noch rumliegen? Die Angst, die Monster zu vergessen. Von Todd McKinnon. Mein Vater, Theodore McKinnon, war ein Holzfäller. Als ich noch ein Kind war, nahm er mich oft mit zu den Sägewerk im Black Hills Forest, um mir Geschichten über die Monster und Hexen zu erzählen, die dort lebten. Nach knapp 40 Jahren bin ich an diesen Ort zurückgekehrt. Er sah immer noch so genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung hatte, mit Ausnahme seiner beunruhigenden Leere. Niemand war mehr da, um die Geschichten über furchterregende Monster zu erzählen. Es gab keine einzige Seele, die die Geschichten hätte weitergeben können. Das Holzunternehmen existierte nicht mehr und das Sägewerk war seinem Schicksal überlassen worden. Aber ich konnte nicht einfach zulassen, dass es vollständig in Vergessenheit gerät. Nicht bevor es mir seine Geheimnisse offenbarte. Nicht bevor ich herausfinden würde, was meinem Vater dazu getrieben hatte, sich das Leben zu nehmen. Okay. Ja, sonst noch irgendwas Spannendes? Eintopf oder so? Nein. Begeistertes Hundi. Na, sag an, wohin? Was liegt denn da? Mara. Immer nur die Schatten. Da hatten wir auf irgendeinem von den Bildern bisher auch mal wirklich jemanden drauf. Blümchen. War hier nicht irgendwas mit Blümchen drauf? Da. Sind das unsere Blümchen? Es freut mich, dass du so viel Engagement hast. Ja, das ist doch hier der Stein, oder? Hundi? What'd you find? Dead. The Tappy East Creek Timber Company. Wait, I've seen this logo before. That's where Landing was going. That's worth a shot.
Maybe we'll finally get some answers. Ist das ein Bierdeckel hier, oder? Heal. Take a good long whiff bullet. It's important. Attaboy. That's it. Take me to it. Natürlich, was soll da passieren? Was ist das? Looks ancient. Come on, boy. Let's leave it alone. Karl. Karl. Das tötet Menschen. Ja, ich sehe das auch. A dog tag. Where did? No, no, that's impossible. Yeah, yeah. Let's move on. Was? Palmer Allen T. Jüdisch. Nur Hauptsache er weiß, wo die herkommt oder er kann was damit anfangen. Und nu? Und ne Mopsack an. Geht lang. Okay. Ja, ja, ich komm. Ich komm. Das sind Blätter. Ich dachte, das wäre... Das sieht aus wie Glut. Okay, dann halt nicht. Ja, ich komme ja. Sieht ja wahnsinnig einladend hier aus. Hä? Was ist denn? Was denn los? Ah. Another one? Noch ein. Elwood, Ashley M. Hm. Okay. Was für einem Wald sind wir hier eigentlich gerade gelandet? Das ist aber nicht Englisch, Freunde. Das ist auch was ich so... Wo ist es hin? Wo ist es hin? Nehmt mir doch einfach die kleinen Strohhalme, an denen ich mich hier so halbwegs orientieren kann. Das ist okay, Spiel. Nett. Ja, ich komme ja. Na hopp. Was schön. Da irgendwo so ein Ding. Da. This is Foxtrot 1. We're surrounded, sir. There's at least four of them. Over.
Super, der Wald brennt. Wir werden beschossen. Oder drehen gerade durch. Zur Hölle. Und der Mob geht da weg. Wo ist er hin? Da. Aua. Okay, wir sollten nicht mit den Dingern in Berührung kommen. Wo ist er? Ja. Ich dir nicht irgendwie einen Ballon um den Bauch binden, damit ich dich auch mal sehe? Nur so ein großer leuchtender Finger wäre auch schön. Ein Blinklicht auf dem Kopf. Also ich glaube hier nicht, dass man wirklich gerade auf uns schießt. Ich glaube schon, der ist gerade wieder in irgendeinem komischen Flashback drin. Aber was das sind, weiß ich halt nicht. Autsch. Okay, wir sind gestorben. Scheint so, als wären wir tatsächlich mal gestorben. Was denn? Was ist er denn jetzt schon wieder hingedüst? Ja. Ja, sag an, wohin? Darüber? Gesundheit. Du darfst ruhig vorgehen. Du weißt doch, wo es lang geht, nicht ich? Ja, guck mich doch nicht so treu doof an. Aua, aua, aua. Hier? Ja, natürlich. Hauptsache, wir haben das Fotoalbum nachher voll. Ein Panini-Sammelalbum. Ich move doch schon. Haben wir es geschafft? Sind wir durch? What?
Ach, wieder die Gruseldinger. Okay, der scheint es hinter sich zu haben. Musik kickt auch nur ein ganz kleines bisschen gerade. Komischen Laubteufel-Dinger hier wieder. Lass mich raten, da vorne irgendwo hin. Ja, du hast die Ruhe weg. Das freut mich. Warum sind wir jetzt in die Richtung gespawnt? Sollen wir nach da? Sehen, Freund. Sieht sicher aus. Boah, Alice, kannst du bitte mal wieder aus deinem Flashback rauskommen? Was hat uns das hier jetzt gebracht? Du bist gruselig, Hundi. Du bist gerade 10 von 10 gruseliger geworden. Einfach so überhaupt keine Ahnung, wo wir gerade hin sollen. Da? Ist er schon wieder? Er ist noch nicht vorgelaufen. Und das hat er auch nicht vor, so wie er reinguckt. Schießt man jetzt gleich doch auf uns? Nein, das ist... Das ist alles nicht wahr, was hier gerade ist. What? Oh, ja, okay. Okay, das sind alles nur Schatten, was ich hier sehe.
Nö, warum denn? Ja, wo denn? Jesus. Ja, hier? Ich glaube ja nicht. Blendend. Alles gut, Herrchen ist nur am Durchdrehen. Alles bestens. Ich lasse sie nicht los. Braucht ja gar nicht drauf zu warten. Warum auch? Na komm. Aber ist doch schön, dass er uns trösten kommt. Braver Hundemupp. I'm okay. Yeah. I'm okay. Good boy. Good boy. Das sehe ich ihm jetzt nach. Der war so lieb zu uns. Aber immerhin sind wir jetzt scheinbar mal wieder in der Realität angekommen. War auch schon mal entspannt. Hä? Sehen? Hm? Was denn du? Ach Gott. Mühlslav. Ja, okay. Da lang oder da lang? Nee. Der Hund hat gesprochen, ihr habt's alle gesehen. Laden die Leute denn hier alles für einen Scheiß in den Wald? Hab nichts gesagt. Ich werd nicht wahnsinnig. Mm-mm. Fuck. Yeah. Oh nein. Die Dinger gibt's natürlich wirklich. Das Nervigste gibt's immer wirklich. Ja, was denn? Alles gut, ich habe mich nur verdrückt, Toni. Wait. Is that a railroad track? See where it leads. Railroad track. oh, Captain Jack. Wenn du das jetzt eben noch gekannt hast, bist genauso ein alter Sack wie ich. Herzlichen Glückwunsch. Nein! Wow. Ja, wohin denn? Bonge für nichts.
Ja, auch hier nirgendwo so Inselchen, wo ich hätte drauf gehen können. Das freut mich, dass du so gut drauf bist. Gut, dann gehen wir halt mal zum Camp. Ah, ich weiß nicht, was wir da sollen, weil eigentlich hieß es ja, wir sollen zur Sägemine, aber... Wer bin ich schon, dass ich das in Frage stelle? Ja, was denn? Wo ist er denn nur hin? Was denn? Hast du Augen im Kopf? Hast du gesehen, was eben passiert ist? Was heißt das denn? Was heißt denn der Funkturm, um Himmels Willen? Ja. Ja. Warte mal, Wauzi. Warte mal, Wauzi, ich muss mal kurz telefonieren. You have one new message. What did you do to him? It's all because of you. I knew it. I always knew you. Ja. Oh, hier. Ach ne, das war. Doch, hier ist noch irgendwas. Okay. Aber wo irgendwie im Hinterkopf. Ja, ist ja gut, wir kommen ja. Hab doch irgendwie im Hinterkopf. Wir haben das schon mal gelesen. Licht. Licht ist schon mal generell vertrauenserweckend. Vielleicht kommt ein Zug, dann haben wir dann wieder Game Over. Ich sehe es schon kommen. Ja, Hundemob, ich komme hier. Bleib schön geschmeidig. Herzlich willkommen zu Minecraft Season 1. Nein. Damit fangen wir jetzt nicht wirklich nochmal an. Auf. Nu? Railway Motor Car. Richtungshebel, Hauptschalter, Vorwärts, Rückwärts, Bremshebel. Boah, ich würde sagen, das ist alles Learning by Doing. Bin ich schon am Fahren? Bin ich im Rausch der Geschwindigkeit? Ja. Das geht hier richtig voran hier. Ah. Wir fahren mit der Tuff-Tuff-Bahn. Wir fahren. Fahren mit der Tuff-Tuff-Bahn. Was machst du nochmal? Stopp. Start, stopp. Ah, okay. Mr. Data, voller Warp voraus. Oh. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Ein Stückchen zurück. Halt.
Halt, stopp. Let's go, Bullet. Too heavy to push aside. Geringfügig. Stop giving up permits in the 60s. This is ancient. Naja, uralt, ich weiß ja nicht. Okay, da ist eine Umlenkrolle, da ist irgendwo zum Aufwickeln. Ja. Ja, irgendwie bestimmt. Aber ich würde sagen, liebe Freunde, das finden wir in der nächsten Folge heraus. Im Moment sind wir hier ja mal ganz sicher. Hier ist auch mal ein bisschen Licht. Hier können wir jetzt auch mal eine Runde pennen gehen, glaube ich. Wenn wir Glück haben, finden wir noch einen Käfer zum Essen. Oder ein paar Farbdosen oder was auch immer da drin sein mag. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, ist ja... Was denn? Ja, Dankeschön, Hundemob. Und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Und übrigens, noch ein kleiner Hinweis. Es startet aller Voraussicht nach morgen ein Gewinnspiel auf dem Channel. Ich verfasse dazu aber noch einen separaten Post. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal rein. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich nochmal fürs Dabeisein. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. You guys know these woods are cursed, right? They mess with people's heads, even if they claim not to believe it. In local news, there is still no sign of the 9-year-old Peter Shannon, who went missing on Saturday afternoon. This marks the latest in a series of disappearances dating back to 1994, when a group of students ventured into the woods near Burkittsville, never to be seen again. Bullet, seek! This is your chance to do something good, Alice. Don't waste it.